Ja, hallo Freunde, einen schönen dritten Advent wünschen wir euch. Ja, herzlich willkommen hier auf diesem Video, herzlich willkommen im Winterwald. Ja, mit dem Schnee hat es jetzt mal gereicht zum dritten Advent, etwas Schnee. Mal gucken, ob wir zu Heiligabend auch wieder ein bisschen Schnee haben. Aber eben, müssen wir mal abwarten. Momentan ist halt wieder ein bisschen Tauwetter, es wird wieder etwas wärmer. Dankeschön. Danke, da hat gerade ein Baum Schnee verloren, Schnee und Eis und Wasser. Ach, das passt ja, alles Gute kommt von oben. Ja, ich werde sagen, wir laufen jetzt ein bisschen hier in der Gegend rum und schauen uns das alles mal an. Na, hat alles seinen Reiz für sich, dieser wunderschöne Schnee und Eis. Ne? Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Neuschnee. Drücken wir mal die Daumen. Ja, jetzt denken, haben wir gedacht, es ist gar nicht so schlimm hier durchzulaufen, aber ja, es ist doch schlimmer, wie wir dachten. Es ist nicht nur so, dass es einen Haufen Schnee hat, nein, unten drunter ist es auch noch gefroren. Oh, wie schön. Und teilweise schon wieder aufgetaut, eine wunderschöne Rutschbahn momentan. Ja, aber es ist halt der Winter. Ich habe neulich mal was angesprochen in einem Video, wo ich mit Michi zusammen auf dem Rötekopf war. Ja, also dazu, ehrlich gesagt, kann man schon bald nichts mehr sagen. Ich habe gedacht, ja, das mit dem Weihnachtsmarkt, ja, das war es dann halt nun mal so. Und mit dem Böllerverbot, naja gut, haben sie erst nicht durchsetzen können, hat es geheißen. Ja, haben sie dann doch nicht durchgesetzt, hat es geheißen. Aber jetzt kommt's, jetzt kommt der ganz große Clou. Ja, wir haben jetzt seit heute bis zum 12. Januar, so viel ich weiß, eine nächtliche Ausgangssperre von 20 Uhr bis 5 Uhr früh. Naja, gut, also das mit den Böllern in der Silvesternacht hat sich dann damit eigentlich auch sozusagen erledigt. Ja, also es wird immer schöner, muss ich echt sagen. Ich bin immer trauriger, was da so eigentlich momentan alles läuft. Ja, also wenigstens wegen dieser nächtlichen Ausgangssperre gab es jetzt da eine kleine Ausnahmeregelung. Und zwar vom 23.12. bis zum 27.12. gilt diese nächtliche Ausgangssperre nicht. Das heißt, wir können unsere Familien besuchen. Und wir können auch von unseren Familien besucht werden. Ja, ansonsten gilt also wirklich bis zum 12. Januar eben diese nächtliche Ausgangssperre. Und wir wissen nicht, wie lange noch. Am Ende wird das noch verlängert. Wir wissen es einfach nicht. Wir müssen nun aus der Situation, die wir jetzt halt eben haben, das Beste probieren zu machen. Ja, einfach mal hier rausgehen in den Schnee zum Beispiel. Gott sei Dank ist das noch nicht verboten. Und ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, wie es euch geht. Also ich muss sagen, ich bin froh, wenn dieses Jahr 2020 endlich mal vorbei ist. Es ist ein ganz verrücktes Jahr. Momentan eine ganz verrückte Zeit, in der wir leben. Und ich bin heilfroh, wenn das endlich mal ein Ende hat, dieses Jahr. Ja, eben, ich freue mich schon auf die Weihnachtsfeiertage, mal richtig abschalten, mal richtig zur Ruhe kommen und ich hoffe, ihr tut dasselbe. Ich hoffe auch noch, dass wir ein bisschen passendes Wetter dazu haben. Tagsüber dürfen wir raus in den Schnee, das ist nicht das Problem. Und eben, nur nachts über, wir müssen halt gucken, dass wir um 20 Uhr spätestens wieder zu Hause sind. Thank you.
kleine Schneewanderung darf einfach nicht fehlen im Winter. Das muss einfach auch mal sein. Ja, selbst Michi macht damit, hat ihre besten Schuhe an. Und ich muss ehrlich sagen, ich schwöre auf Arbeitsstiefel. Bei solchem Wetter, da kenne ich nichts Besseres wie meine alten, ausgemusterten Arbeitsstiefel. Die haben sich bis jetzt immer im Schnee am besten bewährt. Ja, was uns jetzt aufgefallen ist, mittlerweile, momentan regnet es hier in den schönen Schnee rein, alles so richtiger Nieselregen. Naja, ein bisschen Schneefall wäre mir jetzt lieber. Aber was willst du machen? So ist es halt nochmal im Winter. Jetzt wäre es schön, eine Tasse Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt, aber eben, ihr wisst ja, die aktuelle Problematik. Und ja, drum möchte ich gar nicht mehr sehr weit drauf eingehen. Es ist einfach nur traurig, was dieses Jahr so alles passiert, was hier dieses Jahr alles so beschlossen wird, vielmehr. Und ja, dennoch wünsche ich euch einen schönen dritten Adventsfeiertag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und rutscht vor allem nicht im Schnee aus. Ne? Bis bald mal wieder. Macht's gut. Ciao.